Ein köstliches Stück führten die SPÖ-Frauen von Poddendorf in der alten Spinnerei auf. Ortsbezogen hieß das Stück In der alten Spinnerei. Da habe ich einen super Tipp für Ihnen. Okay. Und dann, ja, natürlich. Gehen Sie in Ihre Wohnung. Okay. Holen Sie die Reste Kiwi, den Sie haben. Ja. Füllen Sie ihn mit kaltem Wasser. Okay. Eiskaltem Wasser, blau immer. Dann haben wir noch ein paar Eiswürfel dazu. Okay. Und jetzt kommt. Dreimal ja. Ihren Blutzer. Boah! Und jetzt kommt das Wichtigste. Nur zweimal ein Scherben wieder aus. Gehen Sie gerne ins Theater? Ab und an gehe ich schon ins Theater, weil es bietet Entspannung vom politischen Alltag, der in Zeiten wie diesen manchmal gar nicht so lustig ist. Das ist eine tolle Darbietung auf der einen Seite und es bietet auch Gelegenheit, ein bisschen abzuschalten und sich zu entspannen, zu lachen vor allem. Ein ganz großartiger Abend. Ich muss wirklich sagen, diese Laienschauspieler, was die heute auf der Bühne bieten, perfekt. Sie spielen sehr gut und ich kann mir auch vorstellen, dass es im echten Leben auch ungefähr so abrennen tät, wenn man die Situation hat. Dass du halt im Gemeindebau ein bisschen so Probleme hast und dass sich die Leute vielleicht auch gegeneinander ausspülen oder halt, keine Ahnung, so eine Art Gruppenbildung, also nicht das große Miteinander, sondern so Einzelgruppen halt. Würden Sie auch in diesem Stück gerne mitspielen? Bin leider nicht wirklich talentiert, Schauspielerin zu sein. Das muss ich in aller Offenheit sagen. Also ich bewundere die Textsicherheit, dass sich wirklich jede Szene so gemerkt wird und dass die Schauspielerinnen wirklich so mit Inbrunst mit dabei sind. Das finde ich super. Ich finde es großartig, dass die SPÖ-Frauen so ein Riesentheater im wahrsten Sinne des Wortes organisiert haben. Da sind über 300 Leute da und ich finde das wirklich toll, dass hier Laienschauspielerinnen und Schauspieler aus den Reihen der SPÖ sich zur Verfügung gestellt haben. Arbeitsame Frau, Politikerin, aber auch Schauspielerin seit neuestem. Ja, und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist ein totaler Ausgleich gegenüber, jetzt sage ich, dem Alltag. Und das macht jetzt nicht viel Spaß, die Proben und natürlich heute die Premiere. Wie kam es zum Engagement bei diesem Spitzentheater? Ja, ich wurde gefragt, ob ich nicht mitspielen möchte in den Ensemble, die Turbulenzen in der alten Spinnerei. Und ich habe gesagt, die Spinnerei, habe ich gesagt, wenn es heißt Spinnerei, bin ich natürlich immer dabei. Ja, ist sehr super, ist ganz toll gemacht für die Laiendarsteller. Ich kenne natürlich alle seit Jahren persönlich, die da mitspielen und es ist ganz toll gemacht. Zufrieden mit den Frauen in Poddendorf, mit den SPÖ-Frauen? Sehr zufrieden mit den SPÖ-Frauen. Die Landesvorsitzende, die Elvira Schmidt, ist ja eine Poddendorferin und auf der fußen wirklich viele Initiativen und bin wirklich sehr zufrieden. Meine Tochter tritt heuer zum ersten Mal auf und ich freue mich riesig drauf und ich war so nervös wie nie zuvor, aber ich glaube, es klappt sehr gut und die Leute sind begeistert und wenn über 300 Gäste da sind, die sich freuen an der Jugend und an dem Schauspiel, dann ist es natürlich ein schöner Abend für Poddendorf. Du bist ein bisschen schwindelig. Ich muss mich hinsetzen, wie das voll. Aber das hätte ich ganz vergessen. Das soll ich Ihnen geben von Herrn Nowak. Das ist eine Eintrittskarte für den Kaninchenzüchterball.